Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der PlayStation 4. Ja, erstmal um Entschuldigung muss ich bitten. Ich hatte jetzt so eine kleine Auszeit, deswegen, also meine Stimme, ich habe immer noch Probleme. Ich verschleppe diese scheiß Erkältung, sorry, wenn ich das so sage. Habe immer wieder so ein paar Aussetzer und es tut mir echt unendlich leid. Ich wollte zwischendurch immer mal wieder kundtun, wie es jetzt weitergeht, aber ich konnte gar keine richtige Aussage machen. Das hat mich dann so angekotzt und deswegen, zog dann einen Tag nach dem anderen ins Land und ich habe aktuell sehr viel mit der Firma um die Ohren, auch am Wochenende. Und ja, naja, Wurst. Also es ist jetzt so, es wird jetzt im Mai, Quatsch, April haben wir jetzt ja erst, im April noch ein bisschen unregelmäßig sein. Ich werde zwischendurch aber Videos raushauen, jetzt habe ich mir fest vorgenommen. Und so wie wieder alles so ein bisschen ruhigeren Fahrwassern ist, dann machen wir wieder so einen festen Plan. Ne? Also der wird auf jeden Fall definitiv kommen. Ich habe noch Spaß an YouTube, an euch, ihr macht mir Freude und ihr versteht schon, oder? Nicht? Doch. Gut, draußen scheint die Sonne, was macht man? Setzt sich am PC, natürlich. So, warte mal. Ich habe jetzt hier vor, einfach nur den Kram jetzt hier noch so ein bisschen runterzuschmeißen. Und dann vielleicht wieder auf den Traktor zu wechseln. Denn einige von euch haben gesagt, hey Tom, das ist doch ein bisschen langwierig, das Ganze mit dem Teil hier. Es ist zwar toll, dass du uns das zeigst und so, aber ja, mit dem Traktor ist man dann doch schneller. Naja, ich glaube auch schon, aber vielleicht für andere Einsätze. Warte mal, ich muss mal... So... Ich wollte den eigentlich so ein bisschen noch anheben. So müsste es gehen. Ich hoffe mal, er ist stabil genug jetzt. Und dann gehen wir den auch bald wieder ab. Oder vielleicht sogar in dieser Folge. Na jedenfalls so zum, weiß ich nicht, zum Beispiel zum Mistladen oder so. Das ist eigentlich auch eine geniale Sache, ne? Aber jetzt auch hier mal einen Wegesrand, die mal schnell zu platzieren. Das geht, glaube ich, mit dem Traktor nicht schneller. Mal zu mir ziehen, mal zu und so auf, okay. So, und drehen wir das Ganze nochmal. Also, der Greifer, der ist genial. Das Teil ist wirklich... Huch. Sagte er und verlor alle Stämme. So. Ja, also zwischendurch probiere ich mal hier ein bisschen rum mit den Tasten, weil... Ah, okay, das war die... Ich wollte jetzt nicht die Hilfe anmachen. Ich will es auch mal so hinkriegen. So, jetzt nehmen wir den hier erstmal weg. Interessant auch mal wieder bei dem Dings hier, dass die Joysticks sich bewegen. Ne? Das ist wirklich genial. So, jetzt wieder aufbauen. Die da oben müsste ich vor allen Dingen mal kriegen, aber macht erstmal Sinn, jetzt die noch mitzunehmen.
könnten natürlich auch mal die Stützen hinten ausfahren, eventuell. Aber ich muss mal. Machen wir gleich. Weil diese Rumschaukelei, das macht mich ja ganz irre. Lass uns mal. Ich wollte übrigens mal weniger M sagen, fällt mir gerade ein. Ich glaube, dafür muss man jetzt nochmal. Ah, nee, da oben. Oder? Nee. Steht nicht dabei, aber. Nee, ist nur, wie ich die Tür auf uns zukriege. Ich habe das sicherlich schon ein paar Mal aus Versehen gemacht mit dem Stützen, aber naja. Geht auch ohne. Ist spannender. So. Ja, ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende oder ihr habt schon ein Wochenende. Wetter soll ja wirklich bombastisch werden. Oder ist es ja jetzt schon, bei uns zumindest. Strahlender Sonnenschein. Zack. Ja, es ist noch nicht schön gestapelt, aber wir können auch mit dem Schieber dann noch so ein bisschen was machen, ne? Dass wir dann nochmal alles so ein bisschen weiter schieben. Okay, wenn ich. Ja, jetzt nehme ich den erst nochmal. Also langsam habe ich es, glaube ich, raus. Bisschen weg vom Cockpit. Wie gesagt, den können wir jetzt auch so hinschmeißen, denn wir schieben dann eh nochmal runter. So, was ist denn jetzt hier das Maximale? Ich glaube, da kommen wir nicht dran. Das reicht nie aus. Okay, jetzt wird wieder ein bisschen. Naja, nehmen wir den erstmal. Passt gerade so schön. So. Da müssen wir wieder ein Stück zurückfahren. Ich hoffe mal, die ganze Mühe lohnt sich. Wenigstens dann finanziell. So, jetzt zeige ich mal nochmal um, eben auf den Schieber. Soll ich den erst nochmal den Arm noch ein bisschen heben? Okay. War nicht ganz gut, oder? Oh.
Nein, jetzt habe ich mich hier festgeorgelt. Muss ich mal. Muss ich ein bisschen tricksen. Das irgendwie hier raus schubsen. Geh doch. Ach, jetzt habe ich jetzt so viele Tasten noch einmal gedrückt, warte mal. Das war dieses Umschaltdings, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie. Verdammt. Naja, das ist mal für heute reichen bei dem. Bei den Tieren sieht es soweit noch ganz gut. Gut aus, die hat man ja erst versorgt und alles sauber gemacht, ne? Den Kühen geht's auch gut. Beim Gras brauchen wir jetzt noch gar nicht schauen eigentlich. Jetzt schon mal den Anhänger wenigstens schon mal ankoppeln. Der muss weg, sonst macht uns noch den ganzen Traktor kaputt. So, der dürfte doch nicht so schwer sein, ne? Genau. Okay, ich schmeiß nochmal drauf hier. Verdammt hohe Planken. Oh, Vorsicht! Das war knapp. Na komm schon. Ich will von hinten reinschieben. Ja, das hört sich falsch an. Ja, sonst muss ich das doch mit dem Traktor machen. Okay, zieh ich ja mal ein bisschen vor. So. Jetzt probiere ich es nochmal. Dann kommt der weg. War denn das nochmal? Das war, oder war das Beine drücken und dann? Nee. Ach, jetzt bin ich. Jetzt bin ich da auf dem Teil und deswegen geht das jetzt nicht, ne? Warte mal, das war irgendwie beide Schultertasten. Nee. Oder war es so? Nee. Ah, jetzt habe ich es. Weißt du, was das ist? Die linke obere Schulter, also das müsste L1 sein, ne? Und beim rechten Stick draufdrücken. Ist das dann L3 oder was? Weiß ich jetzt nicht. So. Da kommen wir da jetzt so dran. Das wäre. Ah. Nicht ganz. Ja, schon nicht so einfach hier. So ein bisschen einknicken, dann müsste es auch nicht gehen.
So, jetzt vorsichtig zumachen. Auf jeden Fall mal von diesem Hügel da wegnehmen. Die zu halten, weiß ich nicht. Können wir da liegen lassen. Und den letzten, ne? So. Also eigentlich ist es ganz einfach. Du musst einfach nur, machst eigentlich alles mit der linken Schultertaste, kannst du dann die ganzen, die musst du festhalten und dann kannst du die ganzen Armbewegungen machen, ne? Also glaube ich, wenn man es erstmal so ein bisschen verinnerlicht hat, also wenn ich jetzt noch so ein bisschen Übung hätte, dann würde ich das Ding, glaube ich, auch im Schlaf bedienen. Muss ich halt nur rantrauen, ne? So. Den packe ich jetzt einfach mal hier rein. Ja, was noch dazu kommt, warum ich den auch wieder unbedingt zurückgeben muss, wir können den gerne später nochmal ausprobieren, aber dann, wenn es Eigentum ist, ist einfach das Problem, dass wir die Zeit nicht schneller stellen können. Und wir müssen aber dringendst die Zeit mal schneller stellen, damit wir überhaupt... Ja, mal das Wachstum im Gras und so weiter, damit wir hier mal in den Sommer reinkommen. Wir haben jetzt Frühlingsende. Ich mach jetzt mal zu und wir fahren hinweg. Tür zu. So. Jetzt noch den Arm hier ein bisschen. Zack. Der muss auch ein bisschen runter, sonst kriegen wir Probleme mit den Bäumen. So. Ja, und wir wollen ja auch mal ein bisschen Feldarbeit wieder machen. Und wenn ich hier miete, kann ich halt die Zeit nicht beschleunigen. Könnte ich schon, aber wenn wir so viel Geld verlieren, dass es dann sinnfrei ist. Aber war ein netter, interessanter Test. Und jetzt, wie gesagt, wo ich die Steuerung so ein bisschen drauf habe, glaube ich auch, dass das Ding richtig Spaß machen kann. Auch auf dem Hof. Wie gesagt, Mist verladen. Aber nur, wenn die Kohle wirklich richtig über ist. Und dann machen wir nochmal so einen Wintereinsatz auf der alten Karte, wo wir ja noch die Kohle kriegen müssen. Da muss ja der Hof noch verkauft werden, der alte. Und ja, da hat es heftig geschneit und da müssen wir mal gucken, ob wir dann alles mal zusammenstellen, die Gerätschaften und so, und dann wird der Hof verkauft, ne? Also es fällt mir ein bisschen schwer, den wieder zurückzugeben, gebe ich ehrlich zu. Aber. So. Tür auf. Was war denn da für die Tür? War doch. Genau. Schick, schick. Da, da, da. Zurückgeben. So, und jetzt können wir mal im Shop gucken, was wir noch so alles gemietet haben, dass jetzt mal alles wegkommt. Sollen wir mal durchscrollen, ne? So war das doch. Ja, wieder völlig raus. Garage. Überlege ich gerade, wie wir jetzt da hinkommen nochmal. Aber ich glaube, ich habe nichts mehr gemietet. Das könnte auch sein. Aber da müssten ja die restlichen Geräte hier auftauchen. Genau, den habe ich mir gekauft. Das ist meiner. Was lasse ich den da liegen, bevor ich den dann nochmal, oder? Na komm, verkaufen. Ja, wir brauchen nicht das Geld. Und dann noch was rumfliegen.
Will ich jetzt nicht. Okay. So, und dann können wir die Zeit wieder beschleunigen. Und zwar wieder auf fünffach. 18 Uhr würde ich dann auch... Da müssen wir uns hier mal zwischenparken. Aber wieso eigentlich? Das wurde uns doch gerade gar nicht angezeigt. Ist das dann doch noch gemietet? Nehmen wir mal Shop. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Zurückgeben. 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 Sonst wird es mich jetzt echt teuer. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen arbeiten mit dem Traktor. Dann räumen wir hier vorne ein bisschen auf, beladen den Anhänger. Und verkaufen dann einfach auch aus dem Grunde, da wir es aktuell nicht so dicke haben. Ne? Kommt dann ein bisschen Holz weg und später würde ich auch mal sagen, wenn wieder mal Winter ist und wir Langeweile haben, dann können wir auch mal hier ein bisschen aufstocken. So viel einfach, dass wir dann vielleicht mal einen LKW schicken, der dann den ganzen Kram hier dann abholt, dass sich das halt richtig lohnt mit Miete und einem Schnipp und Schnapp. Ja. Gut, ich danke fürs Zuschauen, danke für eure Treue und wir sehen uns. Euch ein schönes sonniges Wochenende. Macht's gut, YouTube. Ciao.